Ciao zusammen, ich bin Cyril. Ich wollte euch mit diesem Video zeigen, was ich hier in Istanbul gemacht habe. Und ich wollte euch jetzt ein bisschen genauer erklären, was ich hier gemacht habe. Also zuerst einmal, wieso habe ich mich entschieden für eine Haartransplantation? Also es ist eigentlich von dem her gekommen, weil ich vermehrt Haarausfall hatte im vorderen Bereich und im oberen Bereich von meinem Kopf. Es ist auch vererbt von meinem Vater. Und mich hat das seit Jahren immer gestresst, dass ich Haarausfall habe. Und das hat mich dann auch dazu bewogen, dass ich dann das schlussendlich gemacht habe. Ich habe viele Videos geschaut im YouTube, diverse Dokumentationen, wo mich dann immer mehr wie mehr überzeugt hat. Und dazu ist noch angekommen, dass ich jemanden kenne, der das selber auch gemacht hat. Ich bin am Flughafen sehr sympathisch empfangen worden. Es ist ein Dolmetscher gekommen, der hat per Zufall auch gerade Schweizerdeutsch können. Das ist natürlich das Beste. Dann musste ich nicht auf Hochdeutsch verständigen, was bei mir dann relativ nicht so gut rausgekommen wäre. Auf jeden Fall sehr freundlich, hat mich abgeholt, bin dann ins Hotel gefahren worden. Im Hotel haben sie mich eingecheckt, ich musste eigentlich nichts machen, nur auch bis zum Hotelzimmer ist alles perfekt gelaufen. Das Zimmer ist sehr, sehr schön eingerichtet, alles sehr luxuriös. Es ist ein 5-Sterne-Hotel, wirklich Baba. Und ja. Dann ist der Tag der OP gekommen. Ich habe mich normal angelegt, ich habe mich nicht verkrampft. Ich war zwar sehr, sehr aufgeregt, ich habe gewusst, was auf mich zukommt. Aber mit der Zeit, das leitet sich dann so, mit der Zeit, du bekommst zuerst ein Gespräch. Sie reden zuerst mit dir, sie tun zuerst auf deinem Kopf einzeichnen, wo sie deine Haare entnehmen, wo sie deine Haare plantieren. Und das war eigentlich alles easy gewesen. Dann haben sie mir den Kopf kahl rasiert. Das war eigentlich auch nicht speziell gewesen für mich, weil ich das auch schon mal gemacht habe. Und dann ist es dann in die Klinik gegangen. Und dort habe ich dann zuerst ein paar Spritzen bekommen. Auf jeden Fall bin ich dann zu der Operation gekommen und ich hatte eigentlich keine Schmerzen gehabt, wirklich. Also ich bin betäubt worden alles. Und nachher die 5-6 Stunden, wo sie mir dann die Haare entnommen haben und wieder eingepflanzt, habe ich gar nichts gespürt. Also du merkst, wie sie mit der Maschine in deinem Kopf hinein irgendetwas machen, aber du spürst nichts. Und das hat mich auch sehr überrascht, weil ich hätte gedacht, vielleicht spüre ich etwas, aber es ist dann nicht passiert. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden mit dem Resultat. Ich habe andere Erinnerungen, also ich habe es anders gesehen schon bei anderen Leuten. Und bei mir sieht es relativ gut aus. Von den Schmerzen her wirklich perfekt. Keine Schmerzen gehabt. Ich habe Tabletten bekommen, Antibiotika und anderes Zeugs. Also ich merke, ich habe wirklich nichts gemerkt. Und auch mit dem Neigungswinkel vom Kopf. Ich muss immer schön gerade ausschauen, ich darf ihn nicht neigen. Das hat auch alles gut geklappt. Also wenn man sich konzentriert und das auch so macht, dann wird man auch keine Fehler machen. Jetzt ist der dritte Tag nach meinem Trip hierher. Am zweiten Tag bin ich operiert worden. Heute ist der dritte Tag. Heute sind wir in die Klinik gegangen, haben mir die Bandage entfernt, die ich um den Kopf herum hatte. Alles sehr gut gelaufen. Ich konnte mein T-Shirt wechseln endlich. Und morgen geht es wieder da an. Dann zeigen sie mir, wie ich meine Haare wasche. Und am 5. Tag ist dann meine Rückreise wieder in die Schweiz. Auf jeden Fall, ich bedanke mich beim ganzen Team. Sehr, sehr freundlich, sehr professionell, sehr luxuriös. Habe ich nicht gedacht, bin aber positiv überrascht worden und das ist sehr gut. Was ich euch auch mitgeben will, ist, wenn ihr so etwas habt, dann macht das auch. Also, wenn ihr euch das überlegt, so, wenn ihr nicht zufrieden seid mit euch, überlegt euch das genau überlegen und macht das auch. Es bringt es wirklich. Und ihr seht anhand von meinem Resultat, es kann nur positiv werden. Und ihr werdet nach 1-2 Jahren ganz anders aussehen, als ihr vorher ausgesehen habt. Und das ist, finde ich, das Wichtigste. Auf jeden Fall geht mein Trip bald zu Ende. Es war sehr schön da. Es ist speziell. Es ist anders als bei uns. Und auf jeden Fall wirklich im Positiven.